sie ist beim Deutschen Mieterbund, die ist auch da. Du nimmst Mikro? Okay. Also, wir freuen uns auf deinen Beitrag, Jutta. Sie ist auch Mitglied im Vorstand des Deutschen Mieterbundes. Ein Applaus für Jutta! Ja, hallo, liebe Berlinerinnen und Berliner. Schön, dass so viele da sind. Ich freue mich, für den Mieterbund heute hier sprechen zu dürfen, denn das Motto der heutigen Demo, unteilbar, gibt auch genau das wieder, wofür auch der Deutsche Mieterbund kämpft. Unteilbar bedeutet für uns, dass jeder Mensch ein Recht auf angemessenen Wohnraum hat. Wohnen ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, für das es zu streiten lohnt. Das Recht auf Wohnen ist nicht teilbar. Die derzeitige Mietpreistreiberei und Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt ist eine Katastrophe. Wir fordern, niemand darf aufgrund seiner sozialen Lage, seiner Herkunft oder seines geringeren Einkommens auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. Die Gentrifizierung, gerade in den Großstädten, wie auch hier in Berlin und in den Ballungszentren, muss ein Ende haben. Dafür braucht es neben viel Wohnungsneubau auch ein soziales Mietrecht, das endlich wieder seinem eigentlichen Gesetzeszweck dient, nämlich dem Schutz der Mieterinnen und Mieter und nicht dem Schutz der Investoren, die nur die Steigerung ihres Gewinns im Blick haben. Die Menschen müssen adäquate und bezahlbare Wohnungen finden können, die möglichst nah am Arbeitsplatz gelegen sind und denen sie dauerhaft und vor allen Dingen sicher leben dürfen. Denn auch und gerade ein fairer Mietwohnungsmarkt ist eine wichtige Säule für eine solidarische Gesellschaft. Die Bundesregierung bezeichnet die steigenden Mieten zwar als die neue soziale Frage der heutigen Zeit, aber sie tut einfach nichts. Wir kämpfen dafür, dass das Recht auf Wohnen für alle mehr Gewicht bekommt als die Interessen der Spekulanten und die Profitgier der Investoren. Ja, es stimmt, die Mietenfrage birgt erheblichen sozialen Sprengstoff. Daher ist es umso wichtiger, dass wir heute hier demonstrieren und ein Zeichen setzen. Wir wollen eine Gesellschaft, die jedem Menschen das Recht auf würdevolles Wohnen ermöglicht. Es ist wichtig, dass wir uns zusammenschließen und gemeinsam die Politik auffordern, Schluss mit nichtssagenden Lippenbekenntnissen. Schafft endlich Fakten für faire Mieten. Vielen Dank. Vielen Dank, Jutta.